Ich grüße euch zum neuen Video. Bitte verzeiht, ich habe mich jetzt nicht geschminkt. Ich habe gerade Urlaub und bin im Moment eigentlich ein Gartenkind. Ja, also ich verbringe meine 2 Wochen Urlaub damit, meinen Garten auf Vordermann zu bringen. Das bedeutet Unkraut entfernen, graben und säen und Unkraut entfernen. Ja, bitte schön, Unkraut entfernen. Furchtbar. Also, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis ich den wieder völlig in Schuss habe. Und deswegen komme ich immer nur für 1-2 Stunden nach Hause. Meine Miezekatzen wollen ja auch befüttert und bespaßt und Katzenklo sauber gemacht werden. Und ja, deswegen dachte ich, heute ist der Tag. Wir drehen das längst überfällige Aufgebraucht-Video. Ich glaube, ich hatte das letzte, ich habe jetzt nur nicht nachgeguckt, ich glaube, ich habe das letzte im Januar gedreht. Ja, das bedeutet, wir haben in dieser Tasche jetzt Februar, März, April, 3 Monate. Dafür ist es eigentlich extrem wenig, muss ich sagen. Obwohl, ich glaube, ich schon sehe. Nee, ich habe die Haarfarbe, ja, ich glaube, ich habe die eine Haarfarbe vergessen mit rein zu tun. Egal, da zeige ich euch die nächsten Monat dann. Na, es sind wieder ziemlich wenig Masken drin, das kann ich euch jetzt schon sagen. Also ihr seht, ja, das Ding ist voll bis oben hin. In Mülleimer, ja, wollte ich gerade sagen, aber in mein Plastikdings hier, mein Plastikmüll habe ich mir auch schon daneben gestellt, dass ich das dann nachher gleich weg. Na, das will ich dann nachher gleich runterschaffen. Auch zu Hause muss ich noch ein bisschen machen, ne? Aber im Moment Vorrang hat für mich einfach der Garten. Zeige ich euch zuerst das hier. Das absolute Lieblingsduschgel von dem Herrn, der hier wohnt. Na, und zwar das Dove Men Plus Care Clean Comfort Feuchtigkeitsspendend Micro Moisturizer. Pflegedusche für Körper und Gesicht. Na, also dieses liebt er ja abgöttisch, das kaufe ich ihm wirklich auch immer wieder nach, wenn ich merke, es wird alle. Oder er sagt mir mal, wenn es alle ist. Kommt selten vor. Ja, davon kaufe ich ihm ja auch immer das Deo. Das hat er auch gerade in Verwendung. Also sein absolutes Lieblingsprodukt darf Men Plus Care for Men. Ja, Men Plus Care sagt ja eigentlich for Men, wa? Dann habe ich, wenn wir gerade bei Dove sind, habe ich aufgebraucht von Dove Pflegegeheimnisse. 0% Aluminiumsalze, belebendes Ritual, 48 Stunden Deo. Ich will jetzt nicht lügen. Ich glaube, das ist das, was bei mir, war das das, was nicht funktioniert hat? Mit Matcha, grüner Tee und Kirschblütenduft. Na? Nee, ich glaube, das war das, das funktioniert hat, ja. Also ich hatte nämlich irgendeins, ach, ich glaube, da kommt noch eins. Das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Da habe ich dann eine Stunde später wieder so gerochen, als hätte ich gar nichts drauf. Als hätte ich mich nicht gewaschen und als hätte ich kein Deo. Also das war irgendwie eklig. Aber das hier war es nicht. Das liegt hier gerade oben auf, also das war es nicht. Mit dem war ich sehr zufrieden. Ich mag ja die Dove Deos eigentlich sehr gerne. Ne, und ja, also das hat auch sehr gut gerochen. Also das würde ich auf jeden Fall wieder nachkaufen. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Muss ich mal sehen. Gleich in den Müll. Auch ein bisschen was zu essen habe ich hier reingetan. Und zwar sind das hier Twix Kekse. Davon habe ich euch ja schon mal, die gibt es in mehreren Varianten. Ich müsste eigentlich auch noch Mars hier drin haben. Klappt mir das? Ich weiß gar nicht, ob das stört. So. Ist mir doch da Tatsache das Ding davor klar. Die gab es ja in diesen 3 Geschmacksrichtungen als Keks, Bounty, Twix und Mars. Also, falls sich jemand erinnert, im Januar, da habe ich ja die Bounty-Kekse gehabt. Mit denen war ich ja null zufrieden, obwohl ich Bounty so gerne esse. Ich weiß nicht, ob das eine Montagsproduktion war. Jedenfalls war das echt auch schon beim Draufbeißen. Du hast das Gefühl gehabt, du beißt in blanken Zucker. Die haben mir ja gar nicht geschmeckt. Ich wollte es aber mit Twix und Mars noch ausprobieren. Also die Twix haben mir sehr gut geschmeckt. Und die Mars, ich glaube, hier sehe ich das, die Verpackung von Mars auch. Ist sie das? Sehe, was Schwarz ist. Ja,
also wie gesagt, die Twix und dann halt auch die Version in Mars. Die haben mir alle beide richtig gut geschmeckt. Also die sind für mich ein absolutes Nachkaufprodukt mit Bounty. Ich werde es nochmal versuchen. Sollten die dann auch wieder so eklig süß sein, also ist Bounty leider nichts für mich, obwohl ich sehr gerne sonst Bounty mag. Aber Mars und Twix haben mir wirklich richtig gut geschmeckt. Die kaufe ich mir, falls es keine Limited Edition ist, werde ich mir die, wenn ich meinen Süßigkeitenvorrat dann mal aufgebraucht habe, weil im Moment bin ich nicht so für Süßes, also mein ganzer Süßigkeiten-Schrank ist voll und ich habe in letzter Zeit kaum was gegessen davon. Aber die werde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen, die Twix und Mars Cookies. Dann haben wir aufgebraucht, weil ich sage mit Absicht wir, Farmen, nee, das ist es doch, Shower and Body Shave, genau. Das hat mein Liebster als Rasiergel mit benutzt und wenn er mich rasiert hat, hat er das dann auch genommen. Ja, also kann man wirklich sagen, haben wir beide zusammen aufgebraucht, war auch ganz okay, aber er hat lieber seine Rasiercreme von Palmolive. Die zeige ich euch dann, wenn sie mal alle ist. Dann habe ich aufgebraucht ein Duschgel, Vanille und Pfirsich. Dein Kauf tut Gutes. Das habe ich, auf jeden Fall war das entweder bei Sarah oder bei Carina mal in einem Paket, habe ich aber schon länger da. Und du unterstützt mit dem Kauf hier die Welthungerhilfe. Ja, es war ganz okay. Es hätte ein bisschen intensiver schnüffeln können, aber so war es, wie gesagt, auch sehr gut. Ja, also wenn man so dran riecht, man riecht hauptsächlich den Pfirsich, aber auch nicht sehr intensiv. Aber es hat mich sauber gemacht, es hat mich gewaschen, von daher war es gut. Ne? Ich war danach nicht noch dreckig. Dann, was haben wir hier? Auch mein Liebster aufgebraucht von Sios Professional Performance Kopf und Kopf, Haut und Haarshampoo. Ja, von Sios aufgebraucht. 500 Milliliter waren da drin. Es war jetzt ganz okay, aber was hat er denn gerade? Nivea, glaube ich. Das gefällt ihm irgendwie besser. Es war okay, er hat es komplett aufgebraucht. Ich sag mal, 500 Milliliter, das brauchst du ja auch nicht so schnell auf. Vor allen Dingen, da er in der Hinsicht wirklich auch eine kleine Prinzessin ist. Also er hat auch mehrere offene Sachen von allem stehen. Also nicht nur vom Duschgel, auch vom Haarzeug. Und deswegen hat er eine ganze, das hat er schon ewig stehen. Keine Ahnung, wie lange er da dran rumgedoktert hat. Kann mich auch gar nicht erinnern, woher er das hat. Ob er das Geschenk gekriegt hatte, ob er es selber gekauft hat, ob ich ihm das gekauft habe. Ich weiß es nicht mehr. Also Fakt ist, er hat es leer und es war ganz in Ordnung. Also für die Kopfhaut und das Haar war es eigentlich wirklich sehr gut. Es hat nicht nachgefettet und so. Also so war es eigentlich in Ordnung. Jo. Ein bisschen Haushalt, das muss auch sein. Und zwar aufgebraucht den Softlan pflanzenbasierten Weichspüler vegan. Und zwar die Sorte Zweites Leben aus recycelten Jasminblüten. Also ich habe ja sonst immer lieber das mit den Orangenblüten gehabt. Das kriegt man aber nur noch extrem selten. Beziehungsweise habe ich das ja auch sonst immer nur bei DM gesehen. Und E-Center zum Beispiel führt nur das mit den Jasminblüten. Und da ich das eine Mal einfach zu faul war, vom E-Center rüber zu DM zu laufen, habe ich dann einfach doch mal das Jasminblüte gekauft. Eigentlich war ich vom hier so Schnüffeltest eigentlich nicht so begeistert davon. Aber ich muss sagen, in der Wäsche gefällt es mir doch dann ganz gut. Und auch das würde ich wieder nachkaufen. Und da fällt mir ein, ich war gerade im DM. Ich habe diese Flasche jetzt erst leer gemacht. Da klopft denn da. Ich habe diese Flasche diese Woche leer gemacht. Das bedeutet, mein Weichspüler ist alle. Ha! Hätte ich doch vorhin gleich bei DM eine neue Flasche holen können. Ich bin vielleicht blöd. Ach, nee. Nee, nee, nee. Wir sagen nichts dazu.
Dann habe ich hier aufgebraucht von The Body Shop Kokosnuss Shower Cream. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sie aber als Duschzusatz verwendet, weil mit dem geruchsmäßig war ich irgendwie nicht so zum Abschauern zufrieden. Es geht noch nicht mal mehr auf. Ja, naja. Ja, deswegen, ich habe das zweimal als Badezusatz verwendet. Das habe ich von meiner Marie zum Geburtstag bekommen. Ich benutze lieber im Moment ihr, auch von The Body Shop, aber in der großen Größe, das Duschgel mit dem Erdbeergeruch. Oh, geil. Ich habe mich gestern Abend wieder noch damit geduscht. Es war ein Traum. Na, aber wie gesagt, die Kokosnussvariante, die gefällt mir nicht so. Die habe ich zweimal als Badezusatz verwendet. Geht ja auch. Hauptsache, es wird benutzt. So, dann hat, da muss ich wirklich ehrlich sagen, hauptsächlich mein Liebster. Ich benutze relativ wenig Haarspray von Herwell Classic Haarspray, silikonfreie Formulierung, verleiht Halt und natürliche Fülle. Ja, mit der Stärke 3. Also ich muss wirklich sagen, das hat mein Liebster aufgebraucht, ich nicht. Immer wenn er frisch beim Friseur war, man merkt das sofort, da haut er sich Haarstyling-Gelumpe in der Haare, Wahnsinn. Ja, ich benutze es ab und zu mal, gerade wenn, wie jetzt hier, also ich habe eigentlich schon benutzt. Ich habe meinen Pferdeschwanz oder hier mein Flechtzopf vorhin erst gemacht, ganz frisch, aber sobald ich hier die Haare gewaschen habe, da verziehen sich diese kleinen Härchen, die lassen sich dann einfach immer nicht mit einflechten. Und eigentlich habe ich vorhin noch mal Haarspray draufgehauen. Aber naja, er fand es ganz okay. Gekauft haben wir das nicht. Ich weiß jetzt gar nicht. Mal gucken, ob drauf steht. Wo. Ach, bei Netto gibt es das. Beim Netto-Markendiscount, also nicht beim Hundenetto. Und wir waren eigentlich ganz zufrieden damit. Gekauft nicht deshalb, weil habe ich aus einer Wohnungsräumung mitgebracht. Ne? Also bei mir kommen solche Sachen nicht weg. Und dadurch, dass das ja nicht im direkten Körperkontakt ist, ist das ja auch nicht dramatisch. Und 400 Milliliter waren da drin und ja, ließ sich ganz gut. Ließ sich ganz gut machen alles. Auch dass es sich dann nachher gut ausbürsten ließ. Was haben wir denn hier? Ach so, dann habe ich von Balea, ich glaube, das war es, obwohl ich habe ich noch ein Deo. Nee, also mein Gurke ist auf jeden Fall von da, wenn man hier mein Gurke, grüner Tee und Gurkenduft, das ist auf jeden Fall das, was da funktioniert. Das weiß ich. Also entweder war es dann wirklich das andere, was nicht richtig hingehauen hat, obwohl es da war, oder es war das Balea Antitranspirant. Also irgendeins, das hier auf gar keinen Fall. Entweder das andere da vorhin oder hier das Balea Antitranspirant. Das roch, als hätte ich nichts drauf. Gar nichts. Ja, also da hat man sich teilweise dann wirklich geschämt manchmal, obwohl ich ja eigentlich eine nicht so stark Schwitzerin bin, aber das war mir dann teilweise ein bisschen unangenehm. Extra stark. Ja, ich glaube, das war das. Da habe ich mich nämlich noch drüber lustig gemacht, wie hier das Antitranspirant heißen kann und extra dry, wenn du dann doch stinkst wie Hubatz. Ne? Also das hat bei mir gar nichts gebracht. Und wie gesagt, aber schwören tue ich prinzipiell auf meinen Darf grüner Tee und Gurkenduft. Weil, also das kaufe ich immer wieder nach. Ja, das ist mein absoluter Favorite, also das liebe ich. Und da weiß ich auch wirklich, dass es funktioniert. Na, das hält. Es hält, es hält. So, was haben wir denn hier noch? Ach, ich habe sie endlich aufgebraucht. Moment. Peach, was gibt es denn hier rumzuknurren? Da schleicht bestimmt wieder jemand zu laut durchs Treppenhaus. Also falls es gleich mal wufft, ne, muss Peachy den Leuten im Treppenhaus eine Ansage machen. Die haben gefälligst leiser zu laufen. So, wie gesagt, ich habe es endlich aufgebraucht. Deswegen gibt es eigentlich kaum bis gar keine, jetzt hätte ich bei einer Tütchen gesagt, Sachets-Masken, weil ich diese hier, diese Tubenmaske endlich aufgebraucht habe von The Beauty Depth Smoothing Face Mango.
Die gibt's, glaube ich, im Action. Ich weiß, ein paar von meinen Freundinnen finden die ganz toll. Ich habe sie gar nicht gemocht. Ich mochte sie beim Auftragen nicht. Der Geruch war okay, der roch wirklich schön nach Mango. Aber es kommt ja auch nicht auf den Duft an. Ja, ich fand sie in der Pflegewirkung nicht besonders. Also für mich ist diese Maske kein Nachkaufprodukt. Ja, ich habe sie trotzdem durchbenutzt, ja. Aber auch so, ich habe da wesentlich bessere, wenn ich an die von Balea denke und so, die Masken sind wesentlich besser in der Pflegewirkung. So, was haben wir denn noch? Dann habe ich gebadet mit einem Badesalz von Isana und zwar Sunset Beach. War sehr lecker, fruchtig. Hat mir gut gefallen. Leider, wie gesagt, halten ja die Düfte immer nicht so lange, aber war sehr lecker. Also durch den Kokos hat es da auch den leichten Anflug von Pina Colada, obwohl da Papaya und Pfirsich mit drin ist. Ja, da kriege ich gleich wieder Hunger durch den Duft. Muss dann erstmal was essen. Ich habe auch noch gar nicht gegessen. Dann habe ich aufgebraucht aus dem Balea Adventskalender vom letzten Jahr, muss man ja sagen. Und zwar das Balea Micellenwasser The Most Wonderful Time. Schonende Reinigung. War auch ganz okay. Kann man nicht drüber meckern. War ganz prima. So, mal gucken, ob ich noch was Plastikhaltiges habe. Oder war es das? Mein Gott. Also gefallen hat mir auf jeden Fall der Duft von diesem Fahrdeo nicht. Ja, Winter Secrets, also mit winterlichem Vanilleduft. Also ich fand, es roch total nach alte Oma. Ja, oh, also was das mit Vanille zu tun haben soll, ist mir total schleierhaft. Es war eklig. Also ich hab's, auch da habe ich mich durchgekämpft, ich habe es benutzt, aber der alte Oma-Geruch war eklig. Aber ich bin mir sicher, das war es nicht, was nicht gehalten hat, was nicht geschützt hat. Aber der Duft, also Gott sei Dank war das eine Limited Edition. Liebes Fahrteam, legt das auch bitte nicht wieder auf. Es war furchtbar. Also dieser Geruch, der erinnerte mich wirklich an die eine Nachbarin von meiner Oma. Die roch auch immer so. Dann hat mein Gutster auch aufgebraucht Nivea Men Protect and Care, intensive Pflege plus Aloe Vera Duschgel für Körper, Gesicht und Haar. Wie es die Männer ja am liebsten haben, alles in einem. Hat ihm auch ganz gut gefallen. Also Nivea benutzt er auch sehr gerne. Ja, und hat sich darüber auch nicht irgendwie negativ geäußert. Schien okay gewesen zu sein. Aber ihr wisst, er hat sein Liebling Darf Men Plus Care. Dann habe ich noch mal was zu essen, wo ich wirklich sehr begeistert war. Normalerweise gehe ich ja sonst nicht im Aldi einkaufen. Aber ich war... Warum waren wir denn bei Aldi? Also entweder habe ich das gekauft, weil ich mit einer Freundin von mir am Aldi war, die mal kurz reinhoppeln wollte, weil das auf unserer Gassi-Runde liegt. Oder ich war mit meinem Liebsten drinne. Der hatte, da waren wir auch Gassi, und der hatte irgendwas vergessen. Der wollte irgendwas kaufen. Und da sind wir da mal kurz in Aldi reingeschnipselt. Und da habe ich dieses Knuspermüsli gesehen hier von Gut Bio mit Mango. Also mit Mango, das kenne ich so noch gar nicht. Knuspermüsli in allen möglichen Variationen, hauptsächlich mit Beeren, mit Kokos, mit Nüssen, Schoki, Banane. Das kenne ich alles, schmeckt mir auch teilweise ziemlich gut. Aber mit Mango hatte ich noch gar nicht gesehen. Das war mir klar, Cindy, das musst du probieren. Und ich muss sagen, es hat mir wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Es steht auch nicht drauf, dass das irgendwie eine Limited Edition ist. Also scheint es das immer zu geben. Und ich hatte das eine Mal beim Essen, hatte ich auch noch eine frische Mango. Also habe ich mir zusätzlich zu diesen Mango-Stücken auch noch frische Mango mit dran gemacht. Oh, ein geiler Scheiß, kann ich euch sagen. Ein geiler Scheiß. Wenn ihr ein Aldi in der Nähe habt, also probiert das mal, das von Gut Bio, das Knuspermüsli mit Mango. Sehr köstlich. Köstlich. So, dann habe ich, ja, das sieht schon ein bisschen versifft aus.
Das schmeiße ich auch nicht weg. Ich mache das nur sauber. Das ist relativ am Anfang des Jahres alle gegangen. Und zwar dieser niedliche Katzenpumpspender mit, da war Handseife drin mit Vanilleduft. War ganz super. Das habe ich gekauft im Nanunana. Die gab es auch in Schwarz, die Miets, mit einer pinken Schleife halt und in Weiß. Die Schleife kann man im Übrigen auch verwenden, wenn man möchte, noch als Haargummi. Und ja, die werde ich sauber machen. Die nehme ich im Katzentierschutzverein. Passt doch bestens, ne? Ein Katzenpumpspender in einem Katzenschutzverein. Ne? Das fliegt, wie gesagt, auch nicht weg. So, dann noch ein bisschen, wie gesagt, Farbe. Und zwar, das ist jetzt nicht mehr die, die ich drin habe. Das war die, wo ich euch erzählt habe, ich habe eine neue Haarfarbe. Ich glaube, das war ganz und gar im Januar, ne, oder im Februar. Und zwar ist das von Garnier gewesen, Nutrice Farb Sensation, die 5.21 intensives Violett. Hat mir super gut gefallen, war mega toll, hat gut gehalten, trotz dass, wie gesagt, mir ja erzählt wurde, auf roten Haaren hält dann das Lila erstmal nicht. Du musst mehrfach färben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, nein. Ich habe bei dieser Haarfarbe, ich kann jetzt nur von der hier sprechen, ja, vielleicht ist das bei anderen Firmen, kann das dann durchaus so sein. Aber ich habe die ganz normal eingegeben, habe sie eine halbe Stunde lang einwirken lassen, wie man das bei neuen oder lange nicht kolorierten Haaren oder Haarfarben dann nachher immer so macht. Und ich hatte ein Top-Farbergebnis. Es sah wunderbar aus, habt ihr ja in dem Video gesehen. Jetzt hab ich ein bisschen was Helleres. Das nennt sich violette Wildseide. Ja, wie gesagt, eigentlich, ich wusste gleich, die Haarfarbe habe ich vergessen. Es liegt noch, die Verpackung liegt noch in der Küche. Und ja, also ich war mit dieser Haarfarbe mega zufrieden. Mit der Wildseite bin ich es jetzt auch. Aber ich sag mal, ich werde dann immer so, was ich zu greifen kriege, werde ich kaufen. Weil ich hatte im E-Center, hatten sie das Intensivviolett nicht, wo ich da einkaufen war. Aber dafür diese violette Wildseite. Ja, und mit beiden Sachen bin ich sehr zufrieden und ist für mich ein definitives Nachkaufprodukt. Also ich werde jetzt von mich entroten, definitiv, und werde mich billig laden. Dann habe ich in einer Miau-Box drinne gehabt, dieses Katzenfutter hier, kein Junkfood, sondern echtes Futter von Edgard Cooper. Das ist mit Lachs und Cranberries, Basilikum und Dill gewesen für erwachsene Katzen. Und meine sind ja, was es Trockenfutter betrifft, immer ziemlich wählerisch. Da fressen sie, weiß Gott, nicht alles. Also ich kaufe ja sonst immer Purina One. Da fressen sie ist Coat and Hairball und ist sensitiv. Ja, ansonsten war es das. Beziehungsweise die anderen Sorten kann ich nicht nehmen, weil mein altes Katerchen dann davon kotzt. Bei dem hier dachte, versuch's einfach mal. Mehr als sie es nicht fressen, können sie es nicht. Und wenn, hätte ich es danach mit in den Tierschutzverein genommen und dann ist gut. Aber die haben hier reingehauen wie die Bekloppten. Und auch mein altes Katerchen hat es vertragen. Ich wollte noch mal gucken. Ich habe keine Ahnung, wo es das zu kaufen gibt. Also, da die Miau-Box ja von Fressnapf ist, möchte ich doch mal davon ausgehen, dass es das im Fressnapf gibt, das Futter. Ja, weil es wäre ja Quatsch, wenn sie was reintun, was es bei denen nicht zu kaufen gibt. Ne? Also, wen das interessiert, wer auch so ein paar kleine Gourmet-Katzen zu Hause hat. Meine haben es alle vier sehr gut gefressen und auch sehr gut vertragen, wenn ich jetzt von meinem alten Katerchen ausgehe. Ne? So, dann habe ich, jetzt kommen wir ein bisschen zu dekorativ. Sind ja doch ein bisschen was Dekoratives aufgebraucht. Und zwar, ihr wisst, Parfüm gehört für mich zur dekorativen Kosmetik. Und zwar habe ich da von Miro das Rock-On aufgebraucht. Das ist die Verpackung dazu. Das war mal in einer Pink Box drin. Und das habe ich eben nicht verschenkt gehabt, weil mir der Duft von Anfang an selbst sehr, sehr gut gefallen hat.
Der Flakon ist so etwas unscheinbar, leicht so in sich verschoben, so dreidimensional. Ne? Und auch die Verpackung, ja, ne? Geht so. Hat man schon schönere gesehen, muss man sagen. Aber der Duft, der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Sehr so, so das Wort blumig. Und den fand ich wirklich ganz toll. Also der wäre für mich ein absolutes Nachkaufprodukt. Und ja, schade, dass er alle ist, aber irgendwann geht nun mal alles. Alle, irgendwann, ne? Wenn man es anständig benutzt. So. Und dann, ja, sind die, wie gesagt, im DM, was hat sie vergessen? Einen neuen Concealer. Ich habe hier in dem Fall den Essence Skin Loving Sensitive Concealer. Diese Sensitive-Reihe, die gefällt mir ja von allem sehr gut. Ich habe ja da im Moment auch gerade das Puder, das macht es auch nicht mehr lange. Das ist auch fast alle, aber wie gesagt, die nächsten anderthalb Wochen schminke ich mich einfach nicht, weil unten im Garten sieht es eh keiner. Ne? Da ist das nicht so wichtig, dass ich auch jetzt den Concealer vergessen habe nachzukaufen, weil der ist für mich ein absolutes Nachkaufprodukt. Ich liebe diese Sensitive-Reihe und die wird auch definitiv wieder nachgekauft. Und dann habe ich aufgebraucht einen schwarzen Liquid Eyeliner. Da kommt absolut nichts mehr. Mäusi, Mäusi, ist gut. Ist alles gut. Die dürfen da draußen rumtappeln, auch wenn sie ein bisschen laut sind. So, und zwar war der von Cosmetics, von Berlin Cosmetics war der. Ich weiß nicht mehr, habe ich glaube ich mal geschenkt gekriegt, also ich wüsste nicht, dass ich den mal gekauft hätte, aber auch schon ewig her, hat lange gehalten und ja, ich bin dadurch, dass der so ein Pinselchen hat, ah hier, man sieht es, der ist total trocken, hier, da ist nichts mehr dran. Und ich habe auch, der hat auch sehr lange gehalten, also muss ich schon sagen, der war sehr ergiebig, schön tiefes Schwarz, ist auch schnell getrocknet, muss ich sagen. Also es war jetzt nicht, es war eigentlich aufgetragen, du hast nur ganz kurz gewartet und schon war der trocken. Also da ist nichts verschmiert, gar nichts, der hat mir auch sehr gut gefallen. Und noch ein Produkt habe ich aufgebraucht und zwar habe ich es geschafft, ich habe ein Lidschattenduo aufgebraucht. Das ist das, was ich mir letztes Jahr in meine Box gepackt habe, in meine Schminkbox. Deswegen habe ich dieses Jahr eigentlich keine Schminkbox für dieses Jahr gedreht, weil das eigentlich noch so gut wie alles die gleichen Produkte gewesen sind wie aus dem letzten Jahr. Deswegen hat sich das nicht gelohnt. Aber wie man sieht, ich habe jetzt hier das aufgebraucht. Das war von Manhattan Trend Secret, ein matter und ein schimmernder, ich sag immer Menschenhautton, war das. Ein ganz zartes Aprikot ist das gewesen, alle beide. Ja, war ein sehr schöner Ton. Steht irgendwie drauf, wie es heißt. Oh nee. Ein Farbton in zwei unterschiedlichen Looks, dezent matt oder intensiv schimmernd. Also so intensiv war der Schimmer nun auch wieder nicht, wir wollen es nicht übertreiben. Tipp für den Abend, den schimmernden Eyeshadow einfach über den matten auftragen. Ja, nee, habe ich jetzt so nicht gemacht. Wie gesagt, einen Namen hatte das nicht. Das war mal, den hatte ich mir mal selber in der Ausverkauf oder meine Mutter hatte mir den in der Ausverkauf gekauft. Und ja, jetzt ist es leer. Ist ja nicht so, dass Cindy nicht noch genug Zeug hätte, ne? So, und wenn wir bei dem Thema leer sind, auch hier, meine Tasche ist leer, kann ich dann nun für Mai wieder neu befüllen. Ja, das war's. Und ich wollte euch eigentlich noch jemanden vorstellen. Die schläft ja gerade so süß. Weiß ich? Wartet mal, zeig euch mal jemand. Komm mal her. Guck mal, das hier, das ist unser neues Familienmitglied. Das ist die Freya. Da ich ja leider mein Loki im Januar, Ende Januar einschläfern lassen musste und ja eigentlich kein neuer zweiter Hund her sollte, stimmt Peach? Du solltest ja eigentlich allein Baubau bleiben. Naja, ist jetzt am Montag die
die kleine Freya bei uns eingezogen. Auch ein Na genau, guck mal, die Kamera. Na, zeig dich mal. Ist jetzt ein bisschen verpennt. Die hat jetzt schön auf mein Füßchen geschlafen. Na, ja, ist auch ein ganz, ganz liebes Mädchen. Die Peachy spielt auch schon sehr schön mit ihr. Na, also die kommen schon ganz gut miteinander klar. Na, und dass die Peachy auch nicht mehr so alleine. Da muss sie nicht nur alleine mit den Katzen klarkommen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.